Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Ja, ich habe jetzt die letzten Folgen hochgeladen und die meisten meinten auch, dass mit dem Schwein war gar nicht so scheiße. Deswegen, was wollten wir eigentlich beim letzten Mal machen? Beim letzten Mal sind wir in die Höhle gegangen, in den Nether und ja, mit vollem Inventar. Ja, ist ja auch scheißegal, wenn wir sterben, ist das sowieso vorbei. Ich würde sagen, wir gehen noch mal ganz kurz raus aus dem Nether und gucken dann mal, oder ich werde dann mal gucken, dass ich ein paar Level zusammenfahre, am besten im Nether, weil da geht es ja am schnellsten. Oh, das ist schlecht. Das ist ganz mies. Das ist jetzt ganz schlecht. Jo, chill. Ein Schild. Wo ist denn das Skelett hin? Ist das gerade gestorben oder was? Lol, okay. Das war jetzt mal mega nice. Wir wollten erstmal schlafen gehen. Ne, beim letzten Mal ja diese Spitzhacke verzaubern. Am besten auf Glück dann Diamanten finden. Scheiße, hier ist ja. Ja. Da gehen wir doch mal hinten raus. Ja, geh du mal weg. Oh nein, bitte mal die. Digga, ist er dumm? Alter! Och Mann, das ist gerade wieder scheiße. Folgender Fall. Das ist jetzt ganz ungünstig. Weil hier überall Monster sind. Kann ich auch nicht schlafen. Okay. Da kam zwar gerade wieder so ein Zombie angerannt, aber scheißegal. Ja, wir machen das so, dass ich jetzt ein paar Level zusammenfarme. Und nebenbei auch mit ein bisschen Zuckerrohr und so, dass wir halt genug Bücher bei uns zusammenbauen können. Um dann die Spitzhacke zu verzaubern. Da haben wir es geschafft. Endlich Level 33. Ich habe mir extra ein paar Level mehr geholt. Einfach damit wir, falls es jetzt nicht beim ersten Mal direkt klappt mit Glück, direkt noch ein paar Versuche mehr haben. Übrigens das Skelett, was gerade einfach weg war, es ist in den Nether gegangen und hat mich gerade hier seitlich überrascht. Wieso ist denn das schon wieder dunkel? Scheiße hier. Okay, direkt wieder pennen gehen. Die Villager sind noch unterwegs. Okay, einfach pennen gehen. Level 33, also sollten wir jetzt erstmal irgendwie versuchen, Glück zu bekommen. Danach gehe ich direkt wieder minen, also in die Mine und suche Diamanten. Aber wir gucken erstmal. Ich hatte vorhin gesehen, dass wir noch Zuckerrohr haben. Erstmal. So, das Zeug brauchen wir nicht. Ja, das kann weg. Oder wir machen einfach die Kiste etwas größer. Können wir auch machen. So. Nicht ganz. Ich glaube, das Zuckerrohr, das wächst nicht, wenn man in der Hölle ist. Deswegen, also im Nether, Hölle ist es ja quasi nicht. Das brauchen wir erstmal nicht. Das nicht. Ach so, das Feld hatten wir das beim letzten Mal noch angebaut. Ja, dort hinten wegsaugen, das ist okay. Da war ich mir gerade nicht mehr so sicher. Ein paar Bücher hatten wir noch. Bisschen Holz haben wir hier auch. Das Best können wir eigentlich einfach mal hinstellen. Jo, gucken, was jetzt daraus zu machen ist. So. Das Leder hatten wir hier. Brauchen wir das Leder noch für irgendwas anderes? Oder können wir das jetzt einfach komplett hier
Hier, verzieh dich. Geh einfach weg. Hatten wir nicht Bücherregale? Ach nee, das eine Bücherregal hatten wir dafür gebraucht. Okay. Da fehlen uns jetzt zwei Bücher noch. Ja, okay. Leder haben wir aber genug. Das heißt, wir müssen... Okay, können wir uns eigentlich auch... Ja, komm, wir gehen direkt mal kurz raus. Und holen uns noch ein bisschen Zuckerrohr. Damit wir das endlich mal hinter uns bringen können. So, und wenn wir das geschafft haben... Ich hoffe jetzt einfach, dass wir direkt ein bisschen Glück haben und... eine Glücksverzauberung auf unsere Spitzhacke bekommen, weil die hat jetzt auch schon ein bisschen was erlebt. So, warte mal. Das Essen, also das... hier hinten. Ja, das wächst noch, okay. Es ist halt normalerweise, würde ich ja jetzt auch Sachen bauen und so, aber das bringt uns halt jetzt nicht wirklich weiter, wisst ihr? Deswegen vergeht halt hier auch nicht so viel Zeit, dass es genug Zeit zum Wachsen hätte. Warte mal, nee. So. Es müsste jetzt genug sein. Holz wird bestimmt nicht reichen, wie ich mich kenne. Natürlich nicht. Oder? Nee. Scheiße. Wieso denn? So, Holz haben wir jetzt auch. Okay, perfekt, passt. Jetzt müssen wir bloß gucken. Vielleicht direkt so einen Host dafür benutzen. Na, die sind alle zu klein. Es muss ja jetzt nicht schön werden, ne? Es muss einfach nur... Ach, ist scheißegal. Wir stellen es einfach hier draußen hin. Das passt schon. Ach, ich bin dumm. Ich bin so weit... Nein! Ah, doch. Wobei, ist egal, oder? Level 30? Unbreaking 3 hätten wir. Aber ich glaube, man kann auch direkt Glück triggern. Ach, haben wir... Sag jetzt nicht, wir haben keinen Lapis. Ich dachte, wir hatten Lapis schon gefunden, aber ich könnte... Ne, Lapis haben wir. Perfekt. Okay. Ich... versuche jetzt erstmal so auf Krampf Efficiency 4, okay, nee. Nein, wir können eigentlich mal, wenn wir das sowieso schon so machen. Das ist egal, das juckt uns nicht. Komm schon. Fortune 2, Fortune 2, perfekt. Das Ding ist... Was war denn das? Ist hier gerade. Das hätte auch ein Creeper sein können und der hätte mich gerade mal kurz bumsen können. Das Ding ist normalerweise ja immer Fortune 3, aber ich glaube, das bekommen wir sogar nicht mehr. Also. Schon wenn du hier halt Unbreaking 3 oder Efficiency 4 oder so bekommst. Aber jetzt haben wir halt kein Unbreaking. Das ist so ein bisschen ungünstig. Was hatten wir denn noch an Diamanten? Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mit einer Eisenspitzhacke runterzugehen und... Scheiße. Ist egal, ich mache da jetzt mal den, dass ich das alles mal hier lasse. Das Holz nehmen wir mit, die Sticks nehmen wir mit. Ich gehe jetzt einfach minen, weil... Irgendwie muss ich ja mal hier vorankommen. Finde ein paar Diamanten und wenn ich genug habe... melde ich mich. Und du halt immer mit der hier die Diamanten abbauen. Also, ungelogen. Ich habe jetzt die zwei Spitzhacken verbraucht und keinen einzigen Diamanten gefunden. Bin nur für 12 oder 11. Ja, 12. Aber an Diamanten finde ich hier gar nichts. Also, ich habe alles Mögliche an Redstone, Gold, Eisen, einiges schon gefunden. Aber...
So, Diamant, gar nichts. Deswegen werde ich hier unten jetzt einfach mal eine Kiste noch hinstellen, wo ich einfach den ganzen Scheiß, den ich jetzt nicht brauche, an Stein und sowas, einfach hier unten hinstellen. Aber so ist halt echt scheiße. Also, ich bin froh, dass ich das rausschneide, weil es wäre halt echt zum Zugucken übel scheiße. Ich werde jetzt mal vielleicht eine Stufe weiter runter gehen. Keine Ahnung, ob das mehr Glück bringt, aber okay, schon mal Kohle. Aber, ne, Diamant, absolut nichts. Gut, das, ne, war jetzt nicht besonders weit oder so, aber ist trotzdem halt irgendwie ein bisschen kacke. Ich habe hier hinten gerade eine Höhle gefunden. Ich gucke jetzt einfach mal kurz hier rein, weil immerhin dritte Eisenspitzhacke mittlerweile kaputt, fast. Und immer noch keine Diamanten in Sicht. Was irgendwie scheiße ist. Mein Schild habe ich jetzt auch oben gelassen, weil ich ein Opfer bin. Okay. Wir sind hier halt relativ tief. Relativ tief, genau. Und da hoffe ich mal, dass ich hier irgendwo ein paar Diamanten finde. Weil ich sag mal so. Bisher sieht es scheiße aus. Okay, hier will ich jetzt nicht runterspringen. Eisen brauchen wir halt eigentlich auch nicht mehr. Gucken jetzt nochmal kurz hier hinter, aber. Ja, perfekt. Und da jetzt halt nichts ist, dann bin ich ein bisschen, naja, am Arsch. Wobei ich meine, ne? Dann geht es immer noch weiter. Hier ist nix. Das Gold kann man mal mitnehmen für goldene Äpfel. Goldene Äpfel, genau. Wundert mich eigentlich, dass hier keine Mobs. Aha. Wir sind hier relativ tief. Also hier wird schon irgendwo Diamanten rumlungern, aber halt jetzt hier so mit offenem Visier rumzurennen, ist halt scheiße. Ich glaube, wir kommen später nochmal zurück. Aber fürs Erste habe ich halt jetzt keinen Bock, von einem Skelett irgendwie gekillt zu werden. Deswegen gehen wir hier später nochmal hin.